Parimbhikstiti ist ein Ausdruck aus dem Hatha-Yoga. Er bedeutet Ausgangsposition, Ausgangslage. Bevor du in ein Asana hineingehst, bist du erst in einem Parimbhikstiti. Und damit du gut in die Stellung hineinkommen kannst, musst du in diesem Parimbhikstiti sein. Wobei Stiti auch so etwas ist wie Lagestand, Position. Deshalb bezieht man nicht die Rückenlage oder die Bauchlage in die Gruppe der Parimbhikstiti mit ein, weil es ist nicht etwas Stehendes, sondern es ist eher etwas Ruhendes. Es gibt mehrere Stellungen, die als Parimbhikstiti bezeichnet werden, unter anderem der Langsitz. Manchmal wird auch einfach nur der Langsitz als Parimbhikstiti bezeichnet. Du sitzt und streckst die Beine aus. Und Parimbhikstiti ist dann natürlich die Ausgangslage für die Vorwärtsbeuge Paschimottanasana, für Kurmasana, die Schildkröte, für die schiefe Ebene Pure Votanasana und viele andere Stellungen. Zwei weitere Stellungen, die zu den Parimbhikstiti, den Ausgangspositionen für eine Vielzahl von Asanas gelten, sind zunächst Vrajasana. Du sitzt auf den Fersen, Vrajasana, Ausgangsposition für viele Asanas, zum Beispiel Shirshasana, Kopfstand, zum Beispiel Handstand, Skorpion, aber auch Drehsitz und Subtavajrasana, Ushtrasana und viele andere. Eine dritte Parimbhikstiti ist im Stehen. Dort gibt es im Stehen zwei. Es gibt die entspannte Stehhaltung, wo die Füße etwas auseinander sind, Zehen leicht nach außen. Oder eben auch Tadasana, auch genannt Uttita Tadasana, stehender Berg mit Fersen zusammen, Zehen zusammen, Gesäß leicht angespannt, Brustkorb nach hinten gewölbt, Nacken lang und Scheitel hoch zur Decke, während die Finger vollkommen entspannt sind. Ja, das ist also auch ein Parimbhikstiti, also eine Ausgangsposition vieler Haltungen, wie stehende Vorwärtsbeuge, Dreiecke, die ganzen Einbeinstellungen oder auch einschließlich des Baumes und Natarajasana, verschiedene Rückbeugen, drehende Stellungen, Heldenstellungen und vieles mehr. Wenn du ein Asana üben willst, ist immer die Frage, was ist Parimbhikstiti? Manchmal natürlich geht man von einem Asana zur anderen, aber manchmal kehrt man zurück zu Parimbhikstiti, die Ausgangsposition, bevor man zur nächsten Übung übergeht. Ja, alle Asanas findest du in der Yoga-Vidya-App und auf www.yoga-vidya.de. Daniel, Eduard hinter der Kamera und Sukadev wünschen dir viel Freude beim Yoga.